Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Künstlername. Ja, die Findung deines Künstlernamen steht wahrscheinlich auch schon recht am Anfang deiner DJ-Karriere, denn wenn du dann mal einiges auf dem Kasten hast, möchtest du wahrscheinlich auch schon ziemlich bald an die Öffentlichkeit treten und das machst du am besten, indem du dir auch einen coolen Künstlernamen zulegst. Der Künstlername ist nicht nur aus Spaß wichtig, sondern auch, um dir eine personenbezogene Marke aufzubauen und auch die Kontrolle über die Öffentlichkeit zu behalten. Ja, was heißt das? Private und geschäftliche Grenzen verschwimmen hier leicht, wenn du nur mit deinem klassischen originalen Namen auftrittst. Denn die Leute wissen dann teilweise nicht mehr, wann trittst du jetzt eben als Künstler auf und wann bist du als Privatperson unterwegs. Du musst zum Beispiel ja auch dein Künstlerprofil auf Facebook genauso nennen wie dein Privatprofil. Und hier gibt es noch einige andere Punkte, warum es auf jeden Fall Sinn macht, dir einen Künstlernamen zuzulegen. Deswegen solltest du das auf jeden Fall in Betracht ziehen und vor allem, weil du eine personenbezogene Marke aufbauen möchtest. Du kannst diesen Namen, den du dir als DJ gibst, ja sozusagen aufladen, also mit Eigenschaften bestücken, die du dir selber anrechnest oder deinem DJ-Dasein, die ja vielleicht vorher auch mit deinem Privatnamen überhaupt nicht übereinstimmen. Aber hier hast du ja erstmal eine Hülle, die ja an sich für noch nichts steht, aber die du dann durch deine Marketingmaßnahmen ja so präsentieren kannst, wie du es möchtest. Deine Namensfindung ist natürlich ein sehr kreativer Prozess. Wir haben jetzt hier einige Punkte für dich aufgelistet, die dir vielleicht dann bei der Ideenfindung helfen. Aber es gibt logischerweise kein Rezept, wie du jetzt zu einem Künstlernamen kommst. Vielleicht kommst du ja einfach so drauf, vielleicht hast du auch schon längst einen. Aber insofern du noch sehr planlos bist, kannst du zum einen mal Namensgeneratoren im Internet benutzen. Die empfehlen wir dir aber auf jeden Fall weniger. Höchstens zur Inspiration, denn die kann ja jeder benutzen und du möchtest ja eben wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Also vielleicht hat genau diesen Namen jemand in deiner Umgebung zufällig auch schon ausgewählt. Das wäre auf jeden Fall schlecht. Zum anderen sind die auch nicht sehr persönlich, denn die kennen ja nichts von dir, diese Generatoren. Du hast ja nichts eingegeben, wonach jetzt dann dieser Name ausgesucht wird. Der wird ja rein zufällig ausgeschüttet. Und sie sind oft auch noch sehr einfach und platt, sagen wir es mal so. Insofern du Inspiration suchst, kannst du das auf jeden Fall mal benutzen. Aber jetzt genau das zu nehmen, was hier ausgespuckt wird, empfehlen wir dir definitiv nicht. Du kannst deinen persönlichen Namen benutzen. Das wird vor allem in der elektronischen Szene viel gemacht, dass man hier tatsächlich auch mit seinem eigentlichen Namen auftritt. Das kreuzt natürlich dieses Argument, ganz klar. Aber unter gewissen Umständen macht es eben auf jeden Fall Sinn. Vor allem hat man dann hier auch dieses Branding, dass man eben zur elektronischen Szene gehört, weil hier kein DJ davor steht und eben dieses klassische Vor- und Zunahme genau eben zur elektronischen Szene gehört. Und trotzdem kannst du ja natürlich auch deinen persönlichen eigentlichen Namen als personenbezogene Marke aufbauen. Das Genre liefert dir vielleicht auch noch Hinweise, in welche Richtung der Name gehen könnte, denn gewisse Genres haben ja auch gewisse Eigenschaften, die sie mit sich bringen. Und hier kann man natürlich auch dann mit derartigen Wörtern spielen, sei es jetzt eben der Eigenschaften oder vielleicht mit dem Genrename an sich. Also eben in dieser Richtung kann man vielleicht denken. Dann deine Art des Auflegens, ob du vielleicht eher Hip-Hop-DJ bist und viel mit Turntablism arbeitest oder andere besondere markante Merkmale an dir hast, die du dann auch wieder in deinem DJ-Namen einbinden kannst. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Vielleicht hast du Hobbys, die du hier noch mit einarbeiten möchtest. Das ist natürlich etwas weiter hergeholt, aber es ist trotzdem etwas, was zu dir gehört, was du vielleicht auch zu deinem Markenzeichen machen könntest. Deswegen vielleicht auch wenigstens zur Ideenfindung. Persönliche Eigenschaften, die vielleicht nicht direkt was mit DJing zu tun haben, aber die dich ausmachen. Vielleicht bist du ein besonders verrückter Typ oder jemand, der sich eben besonders ausgefallen kleidet oder du hast irgendein anderes markantes Merkmal an dir, was eben auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal ist und was ja natürlich eben eine persönliche Eigenschaft ist. Deswegen das auch eine sehr gute Möglichkeit und ganz klar dann eben eine abstrakte Kombination all dieser Gebiete. Sei hier wirklich offen für alles. Mach dir vielleicht mal
ja, eine Art Mindmap auf, wo du vielleicht gar nicht auch so konkret nachdenkst, passt das jetzt oder nicht, sondern einfach alles, was dir einfällt, schmeißt du hier mal ja, mit in den Pool rein und hangelst dich dann immer so weiter, lässt es vielleicht auch mal eine Zeit ruhen, schaust sie wieder an und auf einmal kommen dir vielleicht irgendwelche coolen Ideen, Einfälle, Kombinationen, wie das Ganze dann gut passt. Und deswegen, du brauchst natürlich auch nicht direkt jetzt am ersten Tag, wenn du hier noch anfängst, DJ zu sein, schon einen vollendeten Künstlernamen. Behalte es einfach im Hinterkopf, beschäftige dich immer wieder damit und ja, das kommt auch oft schon ganz von alleine. Wichtige Kriterien bei dem Künstlernamen sind auf jeden Fall der Wiedererkennungswert. Das kann sein, dass er zum Beispiel optisch auffällig ist durch seine Schreibweise. Vielleicht ist er provokativ, weil er irgendwelche Wörter beinhaltet, die eben ja, Leute triggern. Vielleicht ist er generell sehr unterhaltsam, vielleicht lustig oder generell eben irgendwie ja, entertaint die Leute einfach. Also hier ist es wichtig, dass du ja, im Prinzip einen besonderen Namen hast, der einen großen Wiedererkennungswert hat. Wenn du auf besondere Optik legst, sei es jetzt, dass du mit Groß- und Kleinschreibung arbeitest, besondere Zeichen einbindest, Zahlen, was auch immer, dann sei hier vorsichtig, denn gerade bei Domains wird es natürlich schwierig, wenn du hier besondere Zeichen einbinden möchtest, genauso auch bei deinem Social-Media-Namen, gibt das vielleicht Probleme, deswegen schau vielleicht, dass ganz ausgefallene Zeichen nicht unbedingt in deinem DJ-Namen vorkommen oder wenn doch, dass man sie vielleicht auch durch einen normalen Buchstaben, für den sie ja auch vielleicht eigentlich stehen, wieder ersetzen kann, dann in diesem konkreten Fall für die Domain. Generell sei es zu empfehlen, dass du den Namen kurz machst, einfach und eingängig. Eben sowas beispielsweise wie Avicii, das ist natürlich etwas, was sehr leicht von der Zunge geht, was man sich leicht merken kann, es ist sehr einprägsam. Und es hat nur eine geringe Anzahl an Buchstaben. Hier kann man dann natürlich auch wenig falsch machen, wenn man dich wiederum sucht. Und deswegen ist das auf jeden Fall etwas, wo du dann auch dir marketingtechnisch einen Gefallen tust. Du kannst dich auch durch deinen DJ-Namen abgrenzen von verschiedenen Themengebieten sozusagen. Denn wie vorhin schon angeschnitten, es ist ja üblich, dass du im Hip-Hop-Bereich und im Mobile-DJ-Bereich dann vor deinen Namen noch ein DJ setzt. Im Hip-Hop-Bereich sind die Namen oft sehr fantasievoll und sehr nah an das Genre angelegt, eben mit einem vorangegangenen DJ. Und beim Mobile-DJing ist es eher so, dass du den normalen Namen verwendest, deinen eigentlichen bürgerlichen Namen, aber dem eben auch noch einen DJ voranstellst. Und so erkennt man dann eben relativ leicht auch, in welcher Sparte du unterwegs bist. Und eben vorhin ja schon erwähnt, im elektronischen Bereich ist es meistens so, dass du einen Vor- und Zunamen verwendest. Das ist natürlich auch oft dann ein erfundener Name, aber eben auch ohne DJ. Und hier erkennt man dann auch leicht, dass du in der elektronischen Szene aktiv bist. Wenn du mehrere Stile hast als DJ und auch eben mehrere Veranstaltungsarten bespielst und auch vor allem verschiedene Genres, dann sei es dir wirklich empfohlen, dass du dir zwei verschiedene Pseudonyme zulegst, unter denen du ja dann aktiv bist als DJ. Denn wenn du zum Beispiel eigentlich als Kerngeschäft die elektronische Szene hast und hier ja schon in der Szene wirklich vernetzt bist, dann würde es deiner Reputation definitiv schaden, wenn du parallel auch noch als Mobile-DJs arbeitest und eben viel auf Hochzeiten und Firmenfeiern auflegst. Das passt nämlich so gar nicht in das Bild des klassischen Elektro-DJs. Genauso auch beim Hip-Hop zum Beispiel. Das sind eben zwei ganz verschiedene Welten. Und deswegen zum Beispiel ist ja dein Publikum auch mehr oder weniger wirklich verstört, wenn du auf einmal auf deiner Facebook-Seite dann eine Firmenfeier bewirbst oder ähnliches, was ja normalerweise gar nicht dann zu deren Zielpublikum passt. Von daher leg dir da einfach ein zweites Synonym zu und trenn am besten, wenn deine zweite Tätigkeit auch sehr groß ist, dann noch die Social-Media-Kanäle und so weiter. Eben je nachdem, wie groß es ist, musst du eben dann auch schauen, ob du dir dann noch eine zweite komplette Existenz hochziehst oder ob du vielleicht einfach gar nicht groß Promo machst für diese anderen Sidekicks, aber trotzdem halt unter einem zweiten Synonym aktiv bist. Als kleiner Tipp noch, am Ende der Lektion haben wir für dich, dass du deinen Künstlernamen sogar als Pseudonym in deinen Personalausweis eintragen kannst. Das ist natürlich ein nices Gimmick, hat jetzt keinen höheren Nutzen,
aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und von daher kannst du dir mal überlegen, ob du diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchtest. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.